You sure it's a good pilot, right? Yeah, kind of sure. Come on, man. You know I'm not a fan of heights. Don't worry. Emily's a great pilot. She Emily, practically ja, du kannst eine hübsche Frau sein. Ja, anscheinend haben sie sich nicht traut, weil wir durchschnittliche Frauen sind. Long time no see, Vincent. How you doing? Good. Hey, Leo. Nice to meet you. You too. So, you're a friend, I guess? Yeah. I hear you're a good pilot. Well, I don't know about that, but thanks. Okay. Emily, does this thing fly? What, does it look like a fucking bike? Of course it flies. Where are we going? Mexico. Mexico? You gotta be kidding me. That's way too far. I'm not flying to Mexico. Emily, you know I always pay you good. If you want to go to Mexico, you're gonna have to pay me way more than good. We'll pay you double. Just take us there. Double, huh? You good for that, Vince? Yeah, yeah. Where are you going? Where do you think? Mexico! Come on, Harvey. You gotta believe me. I'm telling you the truth. I would never say anything. I would never do that. You know that. I didn't say anything. They tried to get me to say something, but I didn't. Because that's not what I do. You know that. You know you gotta trust me, Harvey. I promise. Please. Please. Let him go. Oh, thank you. Thank you. Oh, God. You're doing the right thing, Harvey. You're good, Harvey. What are you thinking? We need more men. He's coming. Got it. Oye, Juan. Dime, jefe. Necesitamos más hombres. Ya, dale. ¿Cuántos? Todos. Todos? ¿Pero qué pasa? No preguntes tanto. Hazlo nomás. Whoa, whoa, wait. What? No! No, no! So. Irgendwas Spannendes versammelt. Hey. Here you go. Ja, unseren Vorarbeiter haben sie erschossen. Hey Vincent, who is this Emily really? Don't even ask. Geheimnisse. You ready? Yeah, I just need to fill her up. Help me out. Sure. The gas tank's right over there. Yeah. Der Herr hat Geheimnisse. Hat doch jeder. Im offen ehrlich. What do you think? Is this a good landing spot? Let me see. Yeah. But it's gonna be a long walk through a dense jungle. Oh, durch den Dschungel auch noch da. That's fine. You could also parachute down here. That would get you way closer. No thanks. I'm not good with heights. Whatever you want. Wait, Emily. Do you have parachutes here? I do. Hell no, Vincent. You crazy? Do you know how much time that would save us? I don't care. I haven't even seen a parachute before. It's not that hard. You just pull a cord. Right, Emily? Well, technically, you're right. Come on. What do you say? Ach Gott, der wird wieder schreien am Fallschirm. Kommt das manchmal singen? Ah, shit. All right. I mean, how hard can it be, right? Don't worry. You'll figure it out. On your way down. Für unsere Millionen Abonnenten, da tut man das schon am Anfang. I'll show you the basics before we jump. Yeah, you better. Are you being cocky now? What? No, whatever. Just show me the basics. I got this. Good. Emily, I'll handle the fuel. All right. Aber Wahnsinn, wie da die Zeit vergeht. Jetzt haben wir schon drei. Oh, wow. Zweieinhalb Stunden. It's coming with us. Just get it on the plane, okay? Got it. Da schaust du einmal nicht auf die Uhr. Guys, can you please find my logbook? Aber mir wurscht, ich hab zwei Tage frei. Ja, ich muss auch erst am Montag auf die Nacht wieder. Jetzt schauen wir uns erst mal um, bevor wir da irgendwas machen. Richtig. Was sind das? Oh, ich kann schon wieder bohren. Oh, arbeiten. Das hat was Befriedigendes irgendwie. Was? Das ist was Abschrauben. Ich hab einen Duo gern.
Das macht man jetzt 8 Stunden lang und dann ist der Tag vorbei. Extra Sonderfolge. 8 Stunden Schaden. Ja, wir können schon mal durchwechseln, also nicht eher über die gleiche Tätigkeit machen muss. Ja, es war der Freitag, Dienstag, Mittwoch arbeiten und dann wieder Urlaub. Was? Resturlaub. Ja, ich hab meinen Resturlaub jetzt im Februar einfach in die Lücken reingequetscht. Ja, da hab ich auch noch 3 oder 4 Tage noch mit eingequetscht. Leo! Oh! Look what I found! Let's this. Play! Grenade Brothers! springen, achso. Thank you! Ah, so nett. Das ist aber ein komisch. Hakelig-Steuerung. Oh yeah! Nice! Wahnsinn. Krass, die Grafik! Damn it! Verkacke ich wieder. Did you see ja. That? Oh, das war aber jetzt Cheaten, der war schon am Boden. Nein, ich hab bei dir auch schon gesehen. Also bei mir schaut es sowieso aus, wenn du gar nicht am Boden warst. Und trotzdem fliegt er plötzlich zurück. Nein. Eine richtig die Augen. Den hab ich doch getroffen. Geht doch rüber! Das war ein Ballwechsel jetzt. Ui, ja! Scheiße! Well, how does it feel to be beaten by me? Ja. I don't want to talk about it. I want to talk about it. Ja, genau, ich will nicht drüber reden. Oh, dann muss er gleich wieder seine Muskeln zogen. Wieder kompensieren wieder. Bitte da hin. Ihr leckt mich doch am Arsch. Nur einer geht da. Ja, einer geht da. Ja, einer geht da. Wann geht noch eine? Oh, leck mich doch. Nice job. Ist das ich weiß nicht, hörst du die Tasten? Na. Huh. Better leave it alone. Oh, da kriegst du einen Krampf in die Finger. Ja, anscheinend filtert dein Mikro richtig gut aus. Du hast nichts gehört. Ich hab auf die Tastatur rumgekommen, wie blöd. I can't move this plane if you don't unplug the fuel line. Ja gut, heute habe ich das billige Headset oder das Razer. Hier heißt Razer. Ach, nur irgendwas. Ja, Razer kann es auch nicht so billig sein, oder? Bei uns hat der Saturn umgebaut, der hat sich verkleinert und da hat er dann Ladenfläche frei scheffeln müssen, weil da der Müller reingekommen ist, nur dazu. Das Headset hätte normalerweise 99 Euro gekostet. Das haben sie aber dann schon runtergesetzt auf 49, also die Hälfte. Mhm. Und dann habe ich noch, weil ich da einen kenne, von der Berufsschule her noch, weil ich habe ja eigentlich ja das erste angefangen Einzelhandelskaufmann. Und der Arbeit beim Saturn und der hat mir noch seinen Mitarbeiterrabatt gegeben. Am Schluss habe ich da 29 Euro gezahlt. Oh. Ein schöner Preis. Guys, come on, unplug the fuel line. Oh, so schlecht scheint es nicht zu sein. Da habe ich schon einige Schnapper gemacht da. Meine Tastatur, die hätte normal 129 gekostet.
Die habe ich da auch rausgeholt für 39. Und für die Vereinen, die hat auch jetzt eine mechanische Tastatur. Das war der Schnapper schlechthin. Die hätte 119 gekostet. I can't move this plane. Und abgestaubt haben wir es für 1999. Well, I never saw this one coming. My own picture in the paper. Kinda like it. Ja, like it. Nix Nabos dringen. Ja. Ja, er ganz brav den Becher. Oh, für jeden aber ein wenig andere. Animation. Was? Machst du einfach wieder den Kühlraum, geil. Ja, du bist wieder brav und tust nix. Mei, was soll ich mir da für einen angelacht? Und wie muss er die Anstandsdame sein? Come on, unplug the fuel line. Yeah, move it away. Here it is. I'll just give it to Emily. Ah, so da wird der noch. Na komm. Da scheint er jetzt zu. Puh, haben wir vorbereiten da. One. Wie viel hast du gerade überhaupt? 4, 6, sind wir? 5. Ich glaube, sind wir der 8. Nein, nur eins. Ich glaube, 8. Genau, da habe ich dann gesagt. Nein, nur eins weiter. Jetzt, da habe ich dann, also da bin ich da geguckt. Na, das reicht. Dann kriegst du ja wirklich einen Krampf in die Finger. Da drin noch irgendwas Schönes. Da warst du schon draußen, gell? Ja, kann man eh bloß einen Hubschrauber anschauen. Schön. Guck da rausgekommen. Ich steig sogar rein. Ah, ist eh klar. Richtiges Spielkind, hä? War das ein Erfolg oder was? Ja. So, wo macht man da die Tore auf? Da wo so verrannt. Ja. Oh, Emily, ja. Kann's los? Er hockt drin und tut nix. We're losing time here. Open up the gates. Ja, we're losing time. Hallo. Ja, schau mal, was ich für harte Arbeit da mache. Ja. Genehmige mal wieder ein Schlickerl. Vom guten Whisky? Mhm. Und schmeckt er? Der ist ganz gut, ja. Aber den 80-Jährigen habe ich ganz weit weggestellt. Die kleine Flasche. You nervous? No. Der ist aber gut. Die wird gebunkert. A little bit. Just enough to keep me focused, you know? That's good. Yeah.
Der ist aber sehr gut. You know, I've been thinking about your situation with your wife. I might have a solution for you. Razer Kraken Ultimate, okay. So heißt das Headset. You should write her a letter. What? Look, I don't mean to interfere. Simulierten but I had a similar situation with Linda. So I decided to write her a letter. And it worked. I laid it all out, and she gave me a second chance. You know? I'm just saying that writing a letter really helped. You know? I mean, of course, it's up to you. I mean, I'm just saying that it worked for me, but it doesn't have to, you know. Anyways, look, I'm just saying it was a good thing. That's all. You feel me? Yeah, well, I'm not really the writing type. Yeah. I mean, it was just an idea. It's just, anyway, congrats on the baby. I'm really happy for you. Thank you. Yeah. War mit gekühlten Ohrpads. Aha. Die misst die Temperatur und dann schaltet sie das Ding automatisch ein, dass dann die Ohren abmischen. Oje. Und extra für Brillenträger. We're approaching the drop point. You guys ready to jump? Oh, jetzt. Ja. Jetzt wird spannend. Okay, remember. Spread your arms and legs to fall slow and maneuver yourself. And don't forget to pull the shoot in time. Verreck jetzt. Which one do I pull? This one? Yeah, that one. Like this. I'm gonna regret this. Ja, das werde ich bereuen. Okay. Oder muss ich zuerst? Okay. Alright. One, two. Come on, drop. Ja, du. Jawohl, das ist genau richtig. Oh shit. Wait. In der Luft, ich hab's gesehen. I'm okay. Er hat grinst. Naja, die Kamera ist jetzt da weniger. Ist schon weit unten. Ja! Vincent! Fuck this! Oh shit! Vincent! I'm calling my parachute! Oh nein, das ist auch noch. Ach, super Idee von dir, echt! Ich kann auch nicht richtig steuern, du. Wie verreckt jetzt eh? Ich will überhaupt irgendwas tun. Kannst du irgendwie um zu mir? Bist du? Du mit da. Oh Gott. Ich glaube, da hat es jetzt mindestens drei Mentosen geschissen. Are you shitting me? Are you seriously gonna ask me that now? Why not? The timing's perfect. Just face your fears. Ja, genau. You're crazy. So you're gonna tell me or should I just let you go? That's not funny, okay? I think it is. So? What? Are you gonna tell me or not? Okay, I fell down when I was young, happy? I wanna know more. Ist so ein Arsch. I fell down from a fucking tree and broke my arm. Stop asking questions. That's it? You broke your arm? What do you mean that's it? I was 8 years old. Did you cry? Okay, I've had enough. I'm letting go if you keep asking those stupid questions. Be my guest. Just keep in mind that you'll break a lot more than an arm. I hate you, man. No, you don't. An über meine Ängste Mystikmauer. Yeah, I got you, Leo. Don't fucking drop me. Just hold on to me, okay? I mean it. Don't drop me. I won't.